seid ihr alle da. Ich freue mich schon ungeheuer auf das nächste Abenteuer. Mit Prinzessin Igelbeeren spiele ich besonders gern. Tralali und tralala, der Kasperl ist für euch heute da. Hier bei uns im Kasperland erleben wir so allerhand. Ob Königsschloss, ob Knusperhaus, ich bin überall zu Haus. Ja, selbst im fernen Orient, wenn jeder mich den Kasperl kennt. Tralali und tralala, der Kasperl ist für euch heute da. Ja, halli, hallo, liebe Kinder, seid ihr alle da? Die Kleinen, die Großen, die Dicken, die Dünnen, sind wirklich alle da. Und auch die Mamis, Papis, Tanten und sonstigen Verwandten sind alle hier. Das war noch ein bisschen leise, besonders die Verziehungsberechtigten. Seid ihr wirklich alle da? Oh. Jesus, das war jetzt so laut, dass mir fast die Ohrwascheln davon geflogen sind. Ja, aber was gibt's denn da zu kichern? Sitzen da lauter Kichererbseln? Ah, ich verstehe. Ihr seid so gut aufgelegt, weil ihr mit mir ein Abenteuer erleben wollt, richtig? Ja? Ja, dann braucht man eigentlich nur den Vorhang aufzukasperlen. Und das geht mit einem lauten Kuckuck, na Kuckuck ist ganz falsch, weil den Vorhang macht man auf mit einem lauten... Hallo! Hallo? Hallo, ist da jemand? Oh. Hallo, Kasperl! Ja, war es so, hallo, hallo! Du schau mal, wen ich da mitgebracht hab. Ja, hallo, Gummibärlis! Weißt du, das sind keine Gummibärlis, das sind die Kinder. Ui! Hast recht. Ja. Weißt du, das ist mir jetzt auch nur passiert, weil die Kinder so süß wie Gummibärli sind. So süß wie Gummibärli? Mhm. Ja, du hast natürlich recht, das stimmt. Ja. Hallihallo, liebe Kinder. Schön, dass ihr hier seid. Weißt du, schön, dass du auch da bist. Mhm. Aber du, wir haben noch nicht viel Zeit zum Tratschen. Warum? Ich muss nämlich ganz schnell nach Haus, weil ich bin heute Babysitter. Welches Baby sitterst du denn? Die Lilobe. Kasperl, die Lilobe ist doch kein Baby mehr. Naja, ich weiß, das ist ein Drachenkind, aber man sagt einmal, beim Kinderaufpassen sagt man mal Babysitten. Ach so. Jo. Du, aber dann düsen wir zu dir heim, damit wir die Lilobe sehen. Ja, unbedingt. Kinder, wollt ihr da alle mitkommen? Okay, dann lauf mal los. Aber vorher müssen wir den Vorhang aufmachen. Ja. Und das geht mit einem lauten... Ha-ruck! Alle zusammen! Ha-ruck! 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 Ha-schwuppdiwupp! Vorhang offen! Hallo, Lilobe! Lilobe! Lilobe? Kasperl? Wo ist sie denn? Ich glaub, du hast mich angewindelt! Nein, hab ich nicht, ganz sicher nicht. Guck! Da ist sie! Lilobe! Nix, Lilobe! Nix, Lilobe! Komisch! Go! Ah, die Lilobe! Da ist sie! Lilobe! Nix, Lilobe! Nix, Lilobe! Du, ich glaub, die spielt mit uns Verstecken. Dann spielen wir auch mit ihr Verstecken. Komm! Ja, okay. Hä? Hey, wo sind denn jetzt alle? Hallo, Lilobe! Ja, hallo! Sag einmal, weißt du, wo der Kasperl ist? Ja, jetzt ist mit dir verstecken! So ein Lauser versteckt sich. Den suche ich. Da scheppert der Mistkübel. Und jetzt lacht der Mist auch noch. Sehr verdächtig.
Klopf, klopf. Nein. Klopf, klopf. Nein. Du kannst schon aussteigen. Ich hab dich gefunden. Voll gutes Versteck, gell? Voll cooles Versteck. Meinst du, ich pass da auch rein? Aber wenn du deine Flügelein siehst, Sohn. Geht. Komm. Stinkt's? Ja. Das geht. Okay, rein mit dir. Okay. Lilo, ich komm. Autsch, Flügel. Du steigst in meinem Ohr rum. Oh, Entschuldigung. Ja, sucht mich denn keiner? Nein, aber warum steht denn mein Mistkübel da? Habe ich den vergessen zum Wegräumen? Hallo, ist da jemand? Nein. Sonderbar. Weißohr, na komm bitte raus. Mann, du hast dich da drinnen versteckt. Ja, ja. Aber du, ich hab die Lilo B überall gesucht. Hast du die gefunden? Nein, Kasperl, ich weiß überhaupt nicht, wo die Lilo B ist. Das ist witzig. Ich habe mich auch gut versteckt, mir hat aber keiner gesucht und weit und breit keine Lilo B. Lilo B, jetzt hast du mich schön geschreckt. Mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht. Echt? Entschuldigung. Ja, ja, passt schon. Ich trag den Stinky weg. Das ist der Vampirmüll, der stinkt nicht. So was. Ja. Kasperl? Ja, weißt du? Du sie bitte das Licht bei dir aufdrehen, es ist so finster gerade. Aber bei uns ist es hell genug, bei mir da. Aber bei mir ist es finster. Ja, weil du einen Deckel auf dem Kopf hast. Ein Misthut. Mhm. Ach so. Geh, Lilo, bitte auf mal runter. Sicher. Bock, danke. Ah, Frisbee! Na sowas. Und was spielen wir jetzt? Jetzt haben wir verstanden. Es kommt Leute. Noch mehr, darf ich aufmachen? Mhm. Darf ich auch aufmachen? Ja, sicher. Jetzt bin ich ja neugierig, wer da kommt. Ja, sagt's einmal, wer haut denn da mit meiner Tür? Ich. Und wer ist draußen gewesen? Niemand. Niemand? Nein. Ja, aber ich habe ja ganz genau gehört, dass es geläutet hat. Ist aber niemand da. Es läutet nochmal. Ich glaube, jetzt schaue ich selber nach. Ja. Da niemand läutet ein zweites Mal. Ja, wo das muss ich unterschreiben? Ah, da. Er redet mit niemand. Komisch. Sehr komisch. So. Backerl. Ja, Backerl, ist für mich, habe ich unterschreiben müssen, war der Postvertragspartner. Vom Christkind? Nein, vom Postvertragspartner. Ach so. Was ist denn drin, Verkehr? Muss ich nachschauen. Und? Schnee. Ein Schneeballflach, juhu! Nächster Wicht. Schnee. Schneeballflach, juhu! Nix erwischt. Schnee. Schneeballflacht. Juhu. Hast nur gefischt. Und der letzte Schnee von heuer. Bitte und die sehr. Letzte Schneeballflacht. Juhu. Nix erwischt. Schick die Oma Schnee. Oh, wie schön. Ma, ein Keksi. Was? Das ist ja eiskalt. Das ist doch kein Keks. Das ist eine Schneeflocke. Eine Riesenschneeflocke. Was steht denn da oben? Da hat jemand was raufgeschrieben. Nee. Hallo, lieber Kasperl. Du und deine Freunde sind herzlich eingeladen zu meiner Geburtstagsparty im Eispalast am 20. Jänner. Liebe Grüße, Schneekönigin. Du, wann ist der 20. Jänner? Wer weiß, wann der 20. Jänner ist? Heute! Heute! Heute ist Geburtstag! Du
Sondern es heute die Geburtstagsfeier. Hey, super cool. Ihr Schnachnasen, heute gibt's eine Party. Juhu, ja, aber, Party. Aber da rennt man nicht so herum. Wieso? Lilo ja. B? Bei einer Party? Ja. Muss man was mitbringen? Ja, sicher. Hunger. Ja, Durst. Aber, und gute Musik. Ja, aber, und gute Laune. Genau. Nein, ich rede von einem Geschenk. Ach so. Eine Torte. Ich hab ein Geschenk. Du hast ein Geschenk? Jetzt bringt die Lilope sicher eine voll gute Torte mit Karotten und Marzipan. Ja, wahrscheinlich, ja. Ah, das ist die Dose, die du mitgebracht hast von Zauske. Mhm. Da sind Weihnachtskeks drin. Ja, aber die sind ja alle anbissen. Ja, weil sie schier waren. Ach so. Und die Hälfte hast du wieder reingespuckt? Nein. Mit dem Mund hineingegeben. Also doch reingespuckt? Ja. Ja, aber was willst du mit den angeknabberten, angebissenen Weihnachtskekseln? Naja, dem Rocho schmecken meine halben Keks. Vielleicht schmecken sie der Schneekönigin auch. Ja, aber die sind ja voll Angstlatschkappen. Nein, das kannst du nicht machen. Ach so. Die Kekse kannst du niemandem geben. Nein. Wollt ihr Kekse, Kinder? Ja, aber doch nicht die abgelutschten Kekse von der Lilope, oder? Nein, die mag keiner, siehst, hat sich niemand gemeldet. Diese Kekse kannst höchstens den Enten verfüttern. Ja. Kasperl, Enten. Ja. Das war Stichwort für mein super Geschenk. Das ist ein super Geschenk. Voll gut. Kasperl. Jetzt bin ich ja neugierig, ja. Die Enten sind einfach davon geflogen. Auch die haben gefunden, dass die Kekse schier sind. Was, die haben die gar nicht gekostet, die Kekse? Na sowas. Ja, dann ruf die Tauben, vielleicht fressen die's. Tauben. Aber die Tauben kann man ja nicht rufen, die sind ja die Tauben. Kasperl, voll gut, gell? Aber. Ha? Na, das ist ja eine Taucherbrille mit Schnorchel. Ja, für die Schneekönigin. Ja, aber warum braucht die Schneekönigin eine Taucherbrille? Ja, weil im Eisland, da ist Schnee und Eis und wenn das schmilzt, mag sie schwimmen gehen und braucht eine Taucherbrille. Nein, da gibt's das ewige Eis. Da hoffen wir doch nicht, dass die Klimakatastrophe so weit fortgeschritten ist, dass es dort schmilzt. Ach so, immer und ewig? Immer und ewig. Ach so, dann tschüss, Taucherbrille. Keks sind weg. Ah, wer hat denn die Keks gegessen? Die Tauben. Ah ja, aber mir fällt ein, ich hab doch ein Geschenk. Ja? Na, da wird sie sich freuen, ganz bestimmt. Einen Hühnerhaxen, ich hätte Hunger. Ich hab auch Hunger. Aber du magst keinen Huhn. Wer? Ich mag Karotten. Okay, Hühnerhaxen mit Blumen. Ist die schön, die Blumen. Ja, weißt Blumen? Du, im Eisland gibt's keine Blumen. Und deswegen ist das sicher ein super Geschenk. Ist das was Besonderes? Ja, das ist schon was Besonderes. Da wird sie sich voll freuen. Dann Party! Geh mal los! Ja, geh mal los! Oh, und jetzt kommt noch wer. Leute! Wer? Ich mach auf. Ja, mach. Ja, mach. Hallo! Oh, hallo, Rocco! Hallo, die Lilope ist da. Also, ja. Lilope, ich hab zwei Zirkuskarten vom Zirkus Knödel aufgetrieben. Heute? Heute, ja. Aber ich gehe Party. Ja? Nix Party, Zirkus. Darf ich am Kamel reiten? Sicher. Gibt's Zuckerwatte? Klar. Dann gehe ich in den Zirkus. Liebe Grüße an die Schneekönigin. Ja, ich gehe auch in den Zirkus. Aber wir gehen ins Eisland. Jetzt will ich mit, damit wir reinkommen. Okay, und du weißt aber, was hältst du denn davon, wenn wir mit dem Schlitten hinfahren? Ja, ich hol ihn gleich. Ja, mit der Rodel ab ins Eisland. Kommt ihr alle mit, liebe Kinder? Dann geht's los. Wir fahren durch den Winterwald, es ist dunkel und bitterkalt. Die Berge sind bedeckt mit Schnee und Eis liegt auf dem See. Überall aus jedem Haus leuchtet Kerzenschein und aus dem Schornstein geht ein Duft von Frieden und Verein. Wir fahren,
Ja, Fritzi. Franzi, ich hätte schon gern ein Schneemann-Baby. Hm? Ein Schneemann-Baby? Hm? Ja, da müssen wir eins basteln. Ja. Dann fangen wir gleich wir an. Wir bauen uns ein Schneemann-Baby. 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 Baby, bald ist es soweit. So ich hab den Popo. Ah, dann wird es das Gesicht. So. Sehr schön, ja. So, und jetzt noch eine Nase. Und Augen. Und einen Bauchnabel. Hände. Und Hände und fertig. Ah, ich glaube, das ist uns gut gelungen. Ja. Oh, schönes Baby. Mama, ich bin deine Mama. Und wer bin ich? Onkel Bo. Nein, ich bin der Papa. 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 Mama. Ja. Was anderes. Bald, Baby. Ich hab Nuckis. Rosarot und Himmelblau. Nein. Baby. Schleckeis. War hungrig. Gut, Baby. So, und wir? Ja? Wir müssen jetzt zur Schneekönigin. Nehmen wir da das Baby mit? Natürlich. Aber brav sein, Baby. Ja, so, komm. Du darfst ja nicht schreien, Baby. Ja. Komm, Baby. Komm, Baby. 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 Komm, Baby. Komm, Baby. Ha? Ha?
halt dich gut bei mir an, Weißohr. Das ist eine coole Rodelfahrt. Das geht bergab. Ich halte mich am Glockerl von deiner Zipfelmütze fest. Ja. Und los geht's. Oh, boah, war das volle Bühle. Das aber, war super cool. Aber, Kasperl, da ist es jetzt ganz glatt. Eben. Mhm, das ist ja wie auf einem zugefrorenen See. Hallo? Da, oh, ich seh's da so müssen schlecht. Wir das dann nach hinten schieben, weil da können wir nicht mehr fahren. Also, und ich muss das ordentlich halten, sonst ist ja nichts. Jesus! Das ist Expresspost. Was ist das? Backerl. Ja, schon, aber für wen? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das für mich. Ja, steht da was oben? Hm. Grüß Gott! So ein Ballotkompott, das Backerl ist weg vom Fleck. Das muss zur Schneekönigin. Ui, was ist da wohl drin? Ab zur Schneekönigin. Ja, so ein Ballotkompott. Du. Mist. Kasperl! Na, so der was? Eisbär hat nur in sich hineingenusselt und überhaupt niemanden gesehen. Ja, aber er hat irgendwas von der Schneekönigin gesagt und so. Du, ich glaube, die feiern eine wilde Party. Freu mich so voll. Tschüss! Oh! Hubala. So wieder? So wieder ist das Gleiche? Ja, es schaut schon sehr gleich aus. So ein Ballotkompott, oh, das darf nicht wahr sein. Ich gehe mit dem Backerl am Fleck gleich wieder weg. Und die Schneekönigin, die kann mir gestohlen bleiben. Ich gehe weg mit dem Backerl. So ein Ballotkompott. Kasperl? Mhm. Der war ein bisschen komisch. Ja, der war sehr komisch. Also, ich meine, vielleicht feiern die so wild und hauen mit den Backeln um sich und schupfen die Eisbären. Vielleicht war er deswegen ein bisschen krantig. Aber wenn das eine wilde Party ist, ist es eine coole Party. Komm, ja, geh vor. Sicher. Wild ist mein zweiter Vorname. Ich komme. Jesus. Kasperl, die Blume. Was ist mit der Blume? Die ist nicht mehr rot. Jesus. Jesus, die Blütenblätter, dann hat sie weggeweht. Na, da muss ich. Jetzt, so kann ich die nicht herschenken. Ich glaub. Jetzt haben wir kein Geschenk für die Schneekönigin. Sollen wir jetzt überhaupt zu ihr gehen? Na sicher, wir bringen uns als Geschenk, ja? Und viele Bussis. Und viele Bussis. Und vielleicht singen wir noch ein Geburtstagslied. Ja. Das machen wir. Schön! Oh! Danke, Mami. Wer kommt denn da daher? Die Locken kann ich nicht mehr. Hallo, liebe Eisprinzessin. Ich freue mich ja voll. Oh, ihr seid auch da. Ja, wir sind auch da, aber wir haben den Weg noch nicht geschafft. Ist die lustig, die Party bei euch, die Geburtstagsparty? Ja, es gibt keine Party. Ihr dürft hier nicht weitergehen. Warum nicht? Meine Mama ist das große Hachi. Wie? Was? Sie ist krank. Ui, die Arme! Ja, das ist wirklich schlimm. Und sie niest alle Gäste weg. Das haben wir gesehen, da ist ein Packerl und ein Eisbär durch die Luft geflogen. Ja, gleich zweimal. Und als wir dann weitergehen wollten, hat es uns auch verweht. Ja. Aha, das große Hatschi. Und jetzt bin ich unterwegs und hol ihr Medizin. Ah, gehst du in die Apotheke? Nein. Also, ins Spital? Aber nein, Kasperl. Zum Arzt. Zum Eisvogel muss ich. Zum Eisvogel? Ja. Warum das? Ich brauche eine Feder vom Eisvogel. Ah, ihr macht aus der Feder einen Nasentropfen? Aber nein. Sondern? Bei meiner Mama ist das so. Ja? Wenn sie das große Hachi hat, dann braucht sie die Feder vom Eisvogel. Mhm. Und damit berührt man dann die Stirn, die Nase, den Mund, und den Hals? Mhm. Und sie ist wieder gesund. Ach, so einfach. Das klingt sehr esoterisch. Voll cool. Es ist leider nicht einfach. Nicht? Warum nicht? Der Eisvogel gibt nicht gerne eine Feder her. Was? So. Naja, aber wir helfen dir gern beim Eisvogel. Wir kriegen von dem schon eine Feder. Wir kitzeln die bei dem raus.
Ihr würdet mir helfen? Ja, ich gehe voll gern mit. Ach, das wäre ja ganz lieb. Dann könntet ihr die Feder holen und ich gehe zurück zu meiner Mama. Dann ist sie nicht alleine. Ja, das geht auch. Das können wir auch. Wir können das auch alleine erledigen. Ja, ihr seid echte Freunde. Wo ist denn der Eisvogel? Schaut mal. Wo wohnt er denn? Da hinten ist der Eingang in die Höhle vom Eisvogel. Dort hinten? Oh, eh ganz nah. Ah ja. Gut. Ja. Mach mal. Aber es ist ziemlich schwierig mit dem Eisvogel. Warum? Verstehe nicht. Naja, wisst ihr, er ist scheu und lebt allein. Ja. Und ich glaube, er mag niemanden. Ich glaube, mich mag er schon. Ja, richtig. Uns mag doch jeder. Stimmt's, Kinder? Wir werden zum Eisvogel gehen. Der wird ganz verliebt sein und wird uns sofort eine Feder geben. Oh, ich danke euch von ganzem Herzen. Dann gehe ich schnell zu meiner Mama und sage ihr, dass ihr uns helft. Und ihr ruft sie? Ja, wir rufen deine Mama, wenn wir die Feder haben. Genau, da wird sie rufen. Bis später. Wir gehen los. Mami, ich komme nicht in meine Richtung niesen. Kinder, kommt ihr alle mit? Ja, dann gehen wir auf zum Eisvogel. Das geht super. Ja, super. Kaffee ist ein Wundermittel. Dieses laute Hatschi, 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 das nervt. Und wie, und wie, und wie? Welche Medizin braucht die Königin? Was tut man gegen das Hatschi? Welche Medizin braucht die Königin? Fort mit dem lauten Hatschi. Wir kriegen das schon hin.
sind wir richtig, ja. Ui, da ist aber schön. Boah, das ist eine richtige Eishöhle. Cool. Schau mal, was ist denn das? Oh. Kinder, wisst ihr, was das ist? Das Nestal vom Eisvogel? Ui, super cool. Ja, dann schauen wir gleich mal, ob wir da eine Feder finden. Ja, da liegt vielleicht eine rum, ja. Dann haben wir alles. Ja, am Boden. Ja, schauen wir ganz genau das Nestal untersuchen. Au. Weiß. Hey, Kaspern. Oh, warum hast du mir den Popo zwickt? Warum tust du meinen Popo einfach so stupsen, ha? Hab ich nicht gemacht. Kinder, habt ihr gesehen, wer das war? Das war der Eisvogel. Entschuldigung, dass ich dich da falsch beschuldigt habe. Entschuldige, Kaspern. Hm. Aber der Eisvogel ist ganz in der Nähe, Kinder. Wo ist denn der hin? Wo ist er hingegangen? Ah, dort drüben. Da. Okay, haben wir ihn. Ich höre was. Kinder, da drüben war kein Eisvogel. Nein, ich glaube, der ist dort drüben. Ach so, da! Okay. Schauen wir da drüben nach. Ich höre was, ich höre was. Boah, ist der da drüber gelaufen? Weiß er, der rennt einmal, kommt er von dort, dann von da. Wir müssen uns aufteilen. Einer rechts, einer links. Gut, Kasperl, ich gehe darüber. Okay, dann gehe ich noch links, ja. Kasperl, da war niemand bei mir. Ja, wo ist er? Aber der ist von der Mitte gekommen. Du, weißt du, das ist ganz einfach so wie bei einem Fuchsbau. Der hat einen Geheimgang von unten nach oben. Ach so. Was macht man denn da? Den müssen wir irgendwie anlocken. Kein Problem, wenn wir ihn anlocken. Ja, aber wie? Mit einer Karotte, das mag jeder. Stimmt, Karotten mag jeder, ja. Ich gebe die auf meinem Hosensack her. Ach, hast du eine Jausenkarotte mit? Immer. Okay. Leg es da her. Sehr gut. Und dann wird das riechen und kommen. Ja, und wir legen uns auf die Lauer. Ja. Kra, kra, kra. Ja, sag einmal, was soll denn das? Habe ich das richtig gesehen? Der schmeißt mit dem Essen. Das geht überhaupt nicht. Ich muss mal die Karotte wiederholen. Ja, ich glaube, der hat einen Vogel. So was. Aber irgendwie müssen wir ihn anlocken. Na, Karotten mag er nicht. Also, vielleicht mag er nichts Gemüsiges. Sie macht. Schokolade. Schokolade mag er jeder. Banane. Naja, vielleicht mag er kein Obst. Aber ich denke schon ganz hart nach. Ja. Was? Hinter mir? Kinder, hinter mir ist nur mein Popo. Ja. Hey, nein, du Zipfelklatscherl, lass du sofort meine Zipfelmütze in Ruhe, na sowas. Na, das darf doch nicht wahr sein. Und da hab ich sie gegessen, die Karotte. Aha, und du? Bevor was passiert. Ich hab, glaube ich, es ist schon was passiert. Ich glaube, ich hab den Eisvogel verjagt. Die Kasperl, du Doofi, wieso tust du denn das? Ja, der hat meine Zipfelmütze gezogen, der wollte meine Zipfelmütze wegnehmen und das kann ich halt nicht vertragen. Ja, das verstehe ich, aber die war halt auch kalt um die Ohren. Naja, trotzdem, Kasperl ohne Zipfelmütze ist... Psst, psst, sei lieb. Was ist? Er kommt. Ja, hallo. Psst, lieb sein. Aha. Aber schüttelst du meine Zipfelmütze? Was tust du? Klingt kaputt! Aha, ja, das klingt wirklich. Kaputt! Nein, es klingt nicht wirklich. Ich glaube, ich verstehe.
jetzt für Tier? Ah, du willst die Glocken austauschen, weil deine kaputt ist. Bitte? Oh, ich höflich. Okay, ja, ja, kann man machen. Aber da müssen wir was tauschen. Weißt was? Ich gebe dir mein Zipfelmützenglockerl und du gibst mir dafür eine Feder. Ist gut. Hm? Was sagst du? Oh, so eine schöne Feder. Jetzt kannst du da das Glockerl nehmen. Ups. Ah, jetzt freue ich dich. Ich freue mich, weil ich die Feder habe. Juhu, das war ein guter Tauschhandel. Das war eine Win-Win-Situation. Ja. Kaufmann, der freut sich voll. Der macht einen Freudentanz. Ja, ich freue mich auch. Ich habe die Feder. Jetzt brauchen wir nur die Schneekönigin rufen und dann kitzeln wir sie bei der Nase und dann geht's ihr wieder gut. Kasperl, wenn wir die Schneekönigin rufen, dann wird die uns das allererstes wegniesen. Was tun wir denn da? Ja, was machen wir da? Ja, ich weiß was. Wir halten uns da beim Nesterl fest, hä? Nein. Nein? Kasperl, du haltest dich mit all deinen Nuckis fest. Ja. Und ich versteck mich, dass mich das große Hatzi nicht findet. Ach so. Mhm. Na ja, ich halte mich da fest. Ja, die müssen wir zuerst rufen, die Schneekönigin. Ihr habt vollkommen recht. Also, 1, 2, 3. Schneekönigin! Schneekönigin! Alle mitrufen! Schneekönigin! Schneekönigin! Daisy! Kasperl! Oh, ich halte mich schon fest, ja. Ich bin eine Naturkatastrophe. Kasperl, ist dir etwas passiert? Mich hat's weggenießt. Oje. Kinderkuchen. Oh, das furchtbare Hatschi. Oje, oje. Aber du hast die Feder. Ja, die habe ich schon da. Achtung. Doch nicht. Gut sei Dank. Brauche nicht die Kinder wegnießen. Schau, ich habe die Feder da oben, da kann ich dir gleich da, kann ich dich gleich bei der Nase kitzeln. Muss ich nur ein bisschen runterbeugen, bitte. Runterkomme zu dir. Ich hoffe, ich muss nicht niesen. So, kitzel, kitzel, kitzel. Nase, so ist gut. Ich glaube, es wird beim Hals, bei der Stirn. So. Ist so gut? Ich kann wieder ganz frei atmen, lieber Kasperl. Oh, ich danke dir. Bitte gern. Sag, wie hast du es denn so schnell geschafft, eine Feder vom Eisvogel zu bekommen? Naja, wir haben getauscht. Tauschhandel. Glockerl gegen Feder. Oh, deine Glocke? Mhm. Von der Zipfelmütze. Es ist dort die Glocke. Oh. Da bin ich dir aber zu großem Dank verpflichtet. Ja, schon, ja. Oh, weißt du was? Hm? Du wirst bei meiner Geburtstagsfeier mein Ehrengast sein. Wirklich? Deine Geburtstagsfeier findet wieder statt? Aber natürlich, jetzt, wo ich mich wieder so gut fühle. Aber sag, wo ist denn dein Freund, der kleine Weißohr? Der versteckt sich vor dem großen Hatschi. Oh. Hallo! Ach, da bist du ja. Mein, du schaust frisch aus. Oh, ich danke dir. Frisch und gesund. Schön. Ja, wisst ihr was? Hm? Ich habe extra für euch Kakao und Gugelhupf einfliegen lassen. Echt, mein Lieb. Super. Danke. Zwischen den großen Hatschis. Oh, das Flugzeug konnte landen. Boah. Also, meine Freunde, ja? Lasst uns meinen Geburtstag feiern. Ja! Yippie! Das Federlege wieder zurück. So, hoppala, Weißohr! Weißohr! Ja? Bevor wir jetzt Geburtstag feiern, Kakao und Gugelhupf anschneiden, müssen wir uns aber schon von den Kindern verabschieden. Ui! Kasperl, das müssen wir unbedingt noch tun. Ja, weil unser Abenteuer ist nun zu Ende. Und hat's euch gefallen? Ja! Ja, dann klatscht's in die Hände. Dankeschön. Danke sehr.
Dankeschön. Danke. 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 Kasperl, wann eigentlich sehe ich die Kinder wieder, glaubst du? Naja, das steht alles, wann wir spielen, steht alles im Internet unter kasperl.com. Ja. Und ich freue mich, wenn die Kinder wiederkommen. Und ich freue mich erst auf euch, Kinder. Du, aber jetzt singen wir für die Kinder das Kasperl-Lied. Ja, und wer's kann? Der singt und klatscht und hupft gleich mit. Musik, Musik. Jetzt ist leider schon der Schluss, wo ich den Vorhang schließen muss. Es war nicht das letzte Mal, ich komm zurück auf jeden Fall. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Bis dann, Papa, auf Wiedersehen. Tralali und tralala, der Kasperl war für dich heute da. Tralali und tralala, für dich. Ja, Papi und Papa. Baba, tschipa. Ja, wer mir zum Abschied noch ein Bussi geben will, der kann nach vorkommen zu den drei Stufen. Das ist unsere Bussi-Treppe. Da kriegt von mir ein jede Spatzi ein Schmatzi. Bin gleich bei euch. Musik.